Imran ibn Hussein radhiyallahu alayhi erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Brigade, eine Armee verschickt hat. Und der Führer dieser Armee war Ali ibn Abi Talib radhiyallahu alayhi. Und dann er marschierte mit dieser Brigade und dann hat Ali ibn Abi Talib eine Sklavin genommen. Und dann haben vier Leute von den Gefährten des Propheten untereinander gesprochen und versprochen, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählen, wenn sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen. Und als die Muslime, das war so normal, wenn die Muslime zurückkehren von einem Kriegszug oder von einer Reise, dann gehen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam als allererstes. Und dann kamen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie haben ihn erstmal begrüßt und dann waren sie zu ihren Familien, dann kamen sie zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat einer von ihnen angefangen und gesagt, O Gesandter Allahs, weißt du, was Ali ibn Abi Talib gemacht hat? Er hat das und das und das gemacht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht geantwortet, der hat ihn sozusagen nicht beachtet. Dann hat der Zweite auch dasselbe gesagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt. Der Dritte auch der Prophet nicht. Und der Vierte hat was gesagt. Und man hat gemerkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam genervt war. In sein Gesicht hat man das gesehen. Und sagt, was wollt ihr von Ali? Was wollt ihr von Ali? Was wollt ihr von Ali? Ali ist von mir und ich bin von ihm. Und Ali radhiyallahu alaihi ist wali u kulli mu'min. Das bedeutet, Ali radhiyallahu alaihi ist Freund von jedem Mu'min und jeder Mu'min sollte ihn lieben und er liebt auch die Mu'minin und sie lieben ihn. Und hier, barakallahu fikum, barakallahu khairan, auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Shu'bah hat das erzählt, man kuntu maulah fa'aliyu maulah. Das bedeutet, wenn ich liebe, dann liebt auch Ali radhiyallahu alaihi. Das bedeutet, Ali liebt den, den ich liebe. Und auch derjenige, der mich liebt, liebt Ali, radhiyallahu alayhi. Und ihr, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, diese Aussage haben, oder diese zwei Aussagen haben die Schia als Beweis genommen. Und da haben sie gesagt, Ali ist der Beste von Sahaba und Ali sollte der Khalif sein des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und das stimmt nicht. Weil sie gesagt haben, der Prophet sagte, Ali ist von mir, ich bin von ihm. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch zu Julaybib, radhiyallahu alayhi. Julaybib war, barakallahu fikum, ein Mann, ein armer Mann. Er war nicht so besonders gut von Aussehen und von Körperaufbau. Und in Uhud, als die Leute kamen, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam vermisst jemanden, dann haben sie den und den und den und den und sie haben Julaybib nicht gesagt oder nicht erwähnt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich vermisse Julaybib, schaut mal, wo Julaybib ist. Dann haben sie nach ihm gesucht, dann haben sie gesehen, sieben Leute neben Julaybib und Julaybib war barakallahu fikum neben ihnen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sieben getötet und dann wurde er getötet. Julaybib ist von mir und ich bin von ihm. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Julaybib selber getragen und in Grab getan. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Was bedeutet dann, Ali ist von mir und ich bin von ihm? Das bedeutet, Ali ist von mir in Verwandtschaft, erst mein Schwiegersohn und in Liebe und in Iman. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu alayhi. Das ist barakallahu fikum, Ali radhiyallahu alayhi ist einer der besten Sahaba, radhiyallahu alayhi, aber der ist nicht der Beste überhaupt. Der beste Sahabi ist Abu Bakr, radhiyallahu alayhi, dann Umar, dann Uthman, dann Ali, radhiyallahu alayhi. Und es gibt überhaupt keinen Beweis, dass Ali ibn Abi Talib der erste Khalif oder der Khalif vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und dazu, barakallahu fikum, Ali ibn Abi Talib selber hat Abu Bakr radhiyallahu alayhi Treueid geschworen und hat Umar Treueid geschworen und hat Uthman Treueid geschworen. Und wenn man was anderes behauptet, als Ali Khalif war, warum hat er nicht alles rückgängig gemacht und warum hat er nicht den Leuten erzählt, das war falsch, was diese Leute gemacht haben?
Also aufpassen, vorsichtig. Jeder Muslim, der vernünftig ist, der weiß genau, barakallahu fikum, dass die Sahaba, das heißt Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, andere Sahaba, die haben einander geliebt und die haben einander unterstützt. Und es gab auch eventuell Probleme unter Sahaba. Es gab zum Beispiel Bureida, der hat Ali nicht gemocht. Ali hat er nicht gemocht. Und dann hat er was erzählt, Bureida. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm, liebst du Ali nicht? Der sagte, ich liebe ihn nicht. Der hat gesagt, mach das nicht. Mach das nicht. Ali ist von mir und ich bin von ihm. Deshalb, barakallahu fikum, sagt man, soll immer vorsichtig sein bei solchen Themen. Wallahu ta'ala ala wa alam.